Yo, welcome back hier beim Kramer-Fan. Hier waren wir stehen geblieben. Ich hatte ins Gewächshaus reingeguckt. Wasser war genug drin. Upsa, falscher Knopf. Ja, hier mein Funkantenne, Handy anstellen. Steht immer noch hier. Das kleine Windrad dreht sich fleißig, dass stündlich hier Kohle aufs Konto überwiesen wird. Hier steht noch ein bisschen Kalk rum. Hier drüben ist meine sauber aufgeräumte, wie ich finde, sauber aufgeräumte Maschinenhalle. Und ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung schon mal geguckt. Wir haben, sag ich euch mal kurz, immer noch November. Ich stelle mal die Zeit wieder auf 2. Ich hatte jetzt gerade in der Vorbereitung auf das Video schon mal einen Gruppeauftrag angenommen. Und zwar Feld 30 für 12.000 Euro. Feld 30 ist hier ohne dieses der Riesenlappe hier in der Mitte, der gekalkt werden muss. Da würde ich sagen, da fahre ich mal hin. Mit meinem Grubber. Ich hätte mir natürlich auch eine leihen können, aber nee, hab das selbst eine. Ich fahre jetzt mal dahin und dann werde ich den ganzen schon mal starten. Und wie es dann weitergeht, weiß ich jetzt tatsächlich selbst noch nicht. Die Produktionen sind am Laufe. Mehl wird produziert, Salat wird produziert und Brot wird gebacken. Ja, und ich hatte ja schon in den Videos angekündigt, wie es hier weitergehen soll im Winter. Ich bräuchte ja auch eine Beschäftigung für den Winter. Ich denke mal, es wird auf Holz hinauslaufen. Aber ob das jetzt unbedingt zeigenswert ist, das ist mir immer noch ein Rätsel. Ja, klar, ich habe 425.000 Euro. Ich könnte mir jetzt so ein Holzfäller-Ding, so ein automatisches, so ein, wie nennen die sich, Ponzel oder Skorpion-Teil holen und könnte irgendwelche Fichte, welche mit Wegbolze. Aber da habe ich eigentlich irgendwie gar keine Lust drauf. Auf dieses, ja, wie sagt man dann doch, industrielle Holz, Abholze, würde ich jetzt mal vorsichtig nennen. Das ist eigentlich gar nicht so mein Style. Ich mache das lieber eigentlich so mit der Kettensäge, mit so einem kleinen Hängerchen. Fahre da mal ein paar Hölzer hier weg zu diesem Sägewerk oder auch zu dieser Schreinerei, die ich mir vorhabe zu holen. Und mache das dann immer mal so peu à peu, so zwischendurch, nebenbei. Aber ob das unbedingt zeigenswert ist, weiß ich nicht. Und was hier sonst noch für eine Produktion ich mir mit ins Boot holen könnte, das wäre natürlich dann eine Zuckerfabrik, um Zucker herzustellen. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, man bräuchte Zucker zum, sorry, man bräuchte Zucker zum Herstellen von diesem Kuchen beim Bäcker. Ja, und dann bräuchte ich halt auch noch Kühe für Butter herzustellen oder Milch. Erst einmal Milch herzustellen und dann aus Milch Butter zu machen. Dann bräuchte ich noch Hühner für Eier, was halt bei diesem Kuchen alles noch gebraucht wird. Gehe ich jetzt auf diese Schiene, schaffe mir ein paar Küche an und gucke mal, dass ich die irgendwie versorgt kriege. Das wäre natürlich auch nochmal so eine Idee. Also wie gesagt, ich bin im Moment echt ein bisschen ratlos. Und mit der Schatzsuche, ja, doch, wenn ich mich recht entsinne, im letzten Video fehle da glaube ich jetzt noch 5 von diese Videospielmodule. Ja, die müsste ich halt auch irgendwann noch einmal suchen. Die restlichen 5, da kommen noch einmal 250.000 Euro dabei. Wäre ich bei 670.000 irgendwo. Und das ist jetzt die große Frage, was machen mit diesem Geld? Weiter Felder in Felder investieren? Maschine brauche ich jetzt eigentlich erst einmal nicht. Hole ich meinen Kuhstall? Das ist jetzt die große Frage. Weil ich habe ja auch erst 2 Felder und aus denen, von denen 2 Felder bräuchte ich ja dann eventuell noch Zuckerrüben für Zuckerproduktion. Oder ich müsste auf einem mal Gras anpflanzen oder soll ich mir ein kleines kaufen und da Gras anpflanzen, um die Kühe eventuell zu versorgen. Das ist, da bin ich jetzt gerade hier die ganze Zeit schon mit mir innerlich am Kämpfen. Wie geht's weiter? Was machst du? An meine Felder entlang stehen ja auch noch so ein paar Dekobäume. Die würde ich natürlich auch am liebsten gern wegreißen. Das könnte mir, fällt mir gerade ein, das könnte ich ja eigentlich von Hand machen. Das könnte ich ja eigentlich von Hand machen. Können so ein paar Bäume wegreißen.
Ich muss gerade mal gehen. Bin ganz schön platt. Die Woche. Die Deko-Bäume wegmachen mit dem Motorsee und mit so kleinen Anhänger, wo man sich notfalls dann auch irgendwie leihen kann. Haut dann mal so 10 Bäume hintereinander weg, fähr die weg, kriegt ein bisschen Kohle dafür. Weil ich hätte auch schon Spaß an so einem Kuhstall, ja. Wäre natürlich auch eine Option. Aber wie gesagt, ich bin innerlich ein bisschen zerrissen, wie es jetzt hier weitergehen soll oder wie ich jetzt hier weitermachen soll. Ich habe den Bäcker gekauft, ich habe die Getreidemühle gekauft. Ölmühle gibt es auch noch die Möglichkeit. Müsste ich mir selber irgendwo hinzimmern. Weil man kann auch noch aus Raps, Sonnenblume und was war das dritte noch? Auch noch Öl herstellen. In dem Baumenü was drüber findet. Interessiert mich jetzt gerade selbst immer. Produktionen. Moment. Bäcker, Schreiner, Molkerei, Getreidemühle, Spinnerei, Zuckerfabrik. Moment, Zuckerfabrik. Der stellt her aus Zuckerrübe, Zuckerrohr, Zucker. Und was ist das in der Mitte? Ich glaube, das sind diese Zuckerrübe-Schnitzel, ne? So, da haben wir die Schneiderei. Müsli wäre natürlich auch noch was. Das sind, so wie es aussieht, Rosine, Mais, Hafer und Honig. Daraus wird Müsli hergestellt. Das wäre natürlich auch noch. Genau, und hier hätten wir... Ach, Olive. Olive, Sonnenblumen und Raps ergibt 3 Sorte Öl. Das wäre natürlich auch noch cool. Traubenverarbeitungsanlage. Das sind dann wieder die Rosine. Also brauche ich einen Weinberg. Aus Traube mache ich Rosine und aus Rosine. Und die Rosine kann ich dann bei Müsli dabei schaffen. Das ist natürlich so ähnlich wie beim Kuchen die Geschichte. Bäcker habe ich. Schreinerei, ja, da kommen Bretter und Holz drin. Da macht er Möbel draus. Molkerei. Er macht aus Zucker und Milch. Käse, Butter und Schokolade. Und Spinnerei. Boah. Tja, wie gesagt, ich bin doch echt gerade ein bisschen am Zadern oder Zedern mit mir selbst, wie ich jetzt hier weitermachen soll. Mein Geld ist da für neue Felder. Das heißt, ich gebe das jetzt. Moment. So, jetzt fährst du erstmal. Ich habe keine Lust. Feld. Nur mal so als Beispiel. Feld 41, kostet 141.000. Feld 40, 80. 146, 112. Da wäre also noch was möglich. Dann haben wir noch das Feld 37, 276. Das ist natürlich gleich wieder ein bisschen teurer, sind fast 300. Und dann, wenn ich hier gucke, Feld 44, 389.000. Da ist natürlich ein Arsch voll Wald dabei. Oder Feld 43 da oben, ist auch viel... Naja, viel Wald ist es nicht, Gebirge. Und dann halt dieses komische Sechseckfeld. Naja, gut. Aber das kann ich mir im Moment schon wieder noch gar nicht leisten. So, Feld 34, das wäre auch noch so ein kleines. Entweder viele kleine Felder hole, wie jetzt zum Beispiel hier das Feld 3. Nee, es macht keinen Sinn, da ist wieder viel Wald dabei. Feld 8, da ist wieder viel Fels mit dabei. Feld 12 wäre noch cool. Feld 17. Feld 14, ja, hier 23, 24 ist auch ein kleines, ist aber wieder sehr viel Wald mit dabei. Feld 1, das ist auch ein sehr kleines Feld, aber ewig weit weg und schweineteuer, weil drumherum Fläche, Gebirge, Wald mit dabei ist. Also ihr seht, das ist gar nicht so einfach, sich hier was... zurecht zu biegen und eine Entscheidung zu treffen, wie, was, wo mache ich das jetzt, wie geht's hier weiter. Dann könnte ich ja nochmal im Baumenü gucken, nach diesem Kuhstall, Kühe. Da gibt es einmal hier so eine Kuhweide. Ist einfach nur ein Zaun mit so zwei Drück, gell? Einmal Kühe rein, einmal Futter rein, Wasser rein wahrscheinlich. Jo, Wasser.
Wasser, Grasheu. Und das andere kann ich jetzt gerade echt nicht deuten, was das sein soll. So, dann gehe ich hier auf so einen kleineren Kuhstall. Da passen 45 Kühe rein. Hier vorne passen 15 nur rein. Das ist ja auch gar nichts. Hier sind wir mal 45. Ach, dieser braune Klumpen, was ist denn das? Ich kann es nicht deuten, was das sein soll. Okay, und dann hätte man. Ich gucke mal in der Preisübersicht. Moment. Gucke mal gerade schnell, ob ich da irgendwas erkennen kann. Soll das eventuell Mist darstellen? Nee, Mist qualmt. Aber es muss ja auch was rein. Da haben wir Gras, Heu. Stroh sieht anders aus. Silage sieht auch anders aus. Boah, was kommt da rein? Gute Frage, gell? Bin ich jetzt selbst gerade ein bisschen mit überfordert? Das braune hier, was soll das sein? So, dann hätten wir hier den Kuhstall für 45 Kühe. 80, natürlich schon mal riesig. Und dann hätten wir noch 80 mit Lely, Vector und ID. Agro-Futterküche. Ah ja, dann schmeiße ich hier hin meine Zutaten wahrscheinlich rein, so wie es aussieht. Und das ist wahrscheinlich dann. Ist das dann? Das muss doch Silage sein, links der Balle da. Aber Silage sieht anders aus. Okay. Da käme dann Gras, Heu und. Ich gehe jetzt einfach mal von Silage aus und das wird dann so totale Mischration gemischt, Mischfutter wahrscheinlich gemischt. Und jo. So, dann hätten wir noch, wo hätte Andi dann noch Spaß dran? Biene wäre natürlich auch cool. So ein großer Bienenstock kostet 19.000 Euro. Bienen produzieren Honig. Dieser wird an einem zentralen Punkt gelagert, welcher separat gekauft und platziert werden muss. Wenn du Bienenstöcke in der Nähe deines Feldes platzierst, erhöht sich bei manchen Früchten der Ertrag. Okay. Auf jeden Fall schon mal schön Punkt aus, das Ding. Wo ist denn hier mein Helfer? Da ist er unterwegs. Dann fliege ich mal zu meinen Feldern. Nee, ich fliege da jetzt nicht hin. So, da hätten wir Hühner. Da hat man einfach nur so ein Hühnergatter wieder, so ein Zaun oder ein Hühnerstall mit 360. Da geht Weizen, Gerste und Sorghum hier so rein. Zum Fressen brauchen die das. Und dann kommen da Eierpalette raus. Das wäre natürlich, das ist auch so ein bisschen Zaun dabei. Was heißt denn hier drüben auf der Wies? Wo sieht man dann hier mal was? Ja, da sieht man so ein bisschen, da ist ein bisschen Zaun dabei. Das wäre natürlich auch noch eine Option, aber Eier allein für Kuchen zu backen reicht nicht. Wie gesagt, da muss dann noch der ganze Zuckerkram dabei. Schafe wäre cool. Schweine, die brauchen natürlich wieder alles Mögliche. Tja, oder ein paar Fettchen, das wäre natürlich auch cool. Aber da muss man jeden Tag da rumreiten, gell? Wie viel passt dann hier rein? 14, 8. Und da habe ich Pferde. Okay. Da haben wir noch Deko, das ist Produktion. BGA, wenn er durch Asseln sagt. Was kostet die dann, die BGAs? 1,18 Millionen, 875.000, 435. Also, ich hatte jetzt hier Wunder gedacht, mit diese gefundenen Tools, wie reich ich wäre, wie viel Kohle ich hätte. Aber ihr seht selbst, ohne Moos nichts los. Gut, der Kollege ist am Feld 30 am Grubbern. Jo, was haben wir da noch an Missionen im Angebot? Flüge habe ich jetzt persönlich nicht so eine große Lust drauf. Müsste ich auch durch einen Helfer erledigen lassen. Hier gibt es eine für 10.000 Euro. Ja, und hier haben wir noch eine Spritzmission. Das ist doch sowas für mich. Da steht auch zufälligerweise noch das Gift rum. Hier müsste auch noch, glaube ich, Gift stehen, wenn ich nicht irre. Dann mache ich doch mal ganz schnell diese Spritzmission. Aber
nicht mehr in dieser Folge, erst in der nächsten werde ich diese Mission hier beginnen. Bin nämlich fertig für heute, für den Moment. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und bis dann. Ciao.